Abend. Als Fotograf bist du heutzutage schon arm dran, gell, wenn du bei diesem Magazin beschäftigt bist. Also nicht bei dem, bei dem anderen. Bei dem die Auflage jetzt sinkt. Nein, inzwischen steigt sie ja wieder. Ja, man bräuchte halt einfach mehr so Fotos aus Badezimmern. Obwohl für dieses Foto der Fotograf überhaupt nichts dafür kann. Na, der hat es ja gar nicht gemacht, sondern es hat ja der Journalist gemacht. Und der kann auch nichts dafür, weil es war ein Reflex. Ja, der Mann hat reflexartig fotografiert. Wie muss man sich das vorstellen? Also der Mann schlendert völlig arglos durch ein Hotelzimmer. Plötzlich reißt ihm die Kamera vor das Gesicht, er hinterher. Die Kamera zwingt ihn, durch den Sucher zu schauen. Dann zwingt ihn der Apparat den Finger magnetartig auf den Auslöser. Und schon die Kamera hat mit ihm gemacht, was sie wollte. Die hat ihn missbraucht als Fotografen. Er war ein willenloses Werkzeug. Ja, wir leben halt in einer Edeldemokratie. Und zu einer Edeldemokratie, da gehört eben eine ebensolche Presse, die frei ist von Skrupeln. Also ich habe immer gedacht, dass die Mafia mehr so im Süden daheim ist. Aber so wie es ausschaut, gibt es solche Formen des organisierten Wahlkampfes auch im Norden. Obwohl, wenn man ehrlich ist, was ist denn eigentlich schon passiert, wenn man es im rechten Licht betrachtet? Es ist doch nichts passiert, bitteschön. Ein Herr Pfeiffer hat beim Herrn Engholm nachgeschaut, ob er sexuell ausschweift und ob er seine Steuern hinterzieht. Ja, weder das eine noch das andere ist der Fall. Sind wir froh? Ohne die Aktivitäten eines Herrn Pfeiffer, da wüssten wir bis heute nicht, wie es um den Herrn Engholm tatsächlich steht. Eigentlich müsste der Engholm ja dem Pfeiffer dankbar sein. Sie, was mich stutzig macht, ist, dass der Engholm keine Steuern hinterzieht. Das ist doch merkwürdig. Ich meine, sagen wir ehrlich, jeder in diesem Land probiert's. Und ausgerechnet der Engholm nicht. Also für mich wäre der nicht wählbar. Da fehlt's an der Glaubwürdigkeit. Naja, er soll jetzt allerdings eingeräumt haben, dass er sich eventuell erinnern kann an eine Erinnerung, bei der er sich erinnert hat, dass er etwas wissen hätte können, aber sich nicht daran erinnern habe wollen, weil es ihm irgendwie unangenehm, also so ähnlich könnte es gewesen, er soll auch nichts davon bemerkt haben, ist doch auch merkwürdig, dass ihn ein Herr Harry Peel observiert hätte, nicht? Entschuldigung, das merkt man doch, oder? Gerade noch, wenn Harry Peel, noch dazu, wenn er bezahlt wird von dieser Shampoo-Firma, in deren Produkten krebserregendes Zeug ist. Also. Na, Schuld an dieser ganzen Angelegenheit ist ja eigentlich der Wähler. Weil wenn nämlich der Wähler in Schleswig-Holstein bereits im Vorfeld der Wahl in Kiel signalisiert hätte, dass die CDU sowieso gewinnt, sodass der Engholm nicht die Bohne einer Chance gehabt hätte, dann wären doch die von der CDU nie auf die Idee gekommen, einen Herrn Pfeiffer überhaupt zu engagieren. Ich würde ja dem Wähler in Schleswig-Holstein die Mündigkeit aberkennen. Ja, weil es steht doch zu befürchten, dass er bei der nächsten Wahl den Engholm wählt. Und dann verlöre die CDU ihre Macht. Und das wäre eine Katastrophe für die CDU. Und für Schleswig-Holstein. Weil dadurch würde ja die Kontinuität unterbrochen. Ja, aber gewählt werden muss natürlich. Und zwar immer das, was gewählt werden soll. Und dafür sorgen schon die Parteien, dass immer das gewählt wird, was auf den Tisch kommt. Aber es steht ja zu befürchten, dass eines Tages der Wähler sagt, na, also diese Figuren wähle ich nicht mehr. In diesem Fall müssten wir dem Wähler das Wahlrecht aberkennen und in Vertretung die Bayern wählen lassen. Mündigkeit ist Verlass. Ja, so eine Affäre, gell? Also eine Affäre tut gut. Ja, man weiß dann wieder, was man an der Demokratie hat. Weil bei uns wird sowas nicht unter den Teppich gekehrt. Nein, bei uns kommt auch mal was vor. Wenn unterm Teppich kein Platz mehr ist. Aber dann funktioniert die Demokratie. Oh, da wird aber ein Reinigungsprozess setzt dann ein. Gell? Da kommen Untersuchungsausschüsse aus Schüsse und dann wird geputzt. Gell? Aber picobello, bis alles sauber. Wie gesagt, ein Reinigungsprozess. Ne? Oh, ohne Affäre, das wäre ja überhaupt keine Demokratie. Nein, nein, eine Demokratie ohne Affäre, das wäre ja eine Diktatur. Weil in der Diktatur ist die Affäre die Staatsform.
Also die Diktatur ist sozusagen die Dauerreinigung. Aber leider leidet ja unter solchen Affären auch die Glaubwürdigkeit der Politiker. Wann ist ein Politiker glaubwürdig? Diese Frage hat sich überlegt der Heiner Geißler, richtig, der Glaubwürdigkeitstheoretiker. Also, ein Politiker ist glaubwürdig, wenn er die Wahrheit sagt, also im Sinne der CDU indiskret ist. Oder wenn er die Wahrheit verschweigt, oder wenn er seine subjektive Wahrheit sagt, beziehungsweise objektiv lügt, wenn er also als Vertreter des Volkes, in Vertretung des Volkes, dem Volk die Wahrheit vorenthält, er enthält sich also, er übt Enthaltsamkeit. Es ist eine Art Fasten, es ist quasi Aussagenaskese. Ui, bin ich halt wieder polemisch. Na, also, so sind unsere Politiker überhaupt nicht. Nein, unsere Politiker sind fähig zu Gefühlen. Nach dem Tode Barschulz, da war ja eine Betroffenheit angesagt. Also die Skala reichte ja von betroffen über tief betroffen bis hin zu bestürzt bis tief bestürzt. Einer ist sogar verstummt. Wer war jetzt das? Naja, na, auf jeden Fall schlug dann die Stunde der Demokratie. Ja, da hat dann einer angefangen mit dem Ansagen von Stunden. Dies ist die Stunde der Besinnung. Dies ist die Stunde des Innehaltens. Dies ist die Stunde des Schweigens. Dies ist die Stunde der Trauer. Alles hat eine Stunde gedauert. Keine Minute länger. Dies ist nicht die Stunde von Schuldzuweisungen, hat auch einer gesagt. Wer war das? Der Helmut. Nein, der andere. Ja. Ich warte immer noch auf die Stunde der Wahrheit. Aber ich glaube, die kommt nicht, weil da würde eine Stunde überhaupt nicht ausreichen. Sie sind also der junge Mann aus Bayern. Ja, ich war bisher bei Stoiber im Keller tätig. Klingt gut. Sehen Sie sich bei uns ein bisschen um. Aha. Schön haben Sie es da. Mit was horzen Sie? Mit Akten natürlich. Psst, psst. Was haben Sie bisher so gemacht? Ja, ich war bisher zuständig für Affärenverdunklung, Intrigenvorbereitung und Durchführung, Halbwahrheiten und gezielte Fehlinformationen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Fall Meier. Meier? Meier? Ach ja, Meier! Ja. Ich bin jedenfalls froh, dass ich mit Ihnen eine so versierte und hochqualifizierte Kraft bekomme. Wissen Sie, ich habe ja die ganzen Jahre alles alleine machen müssen. Angefangen von den Nazi-Affären. Lübcke, Kiesinger, Filbinger. Ja, ja, das waren ja alles sehr gelungene Skandale. Ja, dadurch hatte die CDU ja ungeheure Sympathiezuwächse. Ja, die Zeiten sind vorbei. Davon können wir nur noch träumen. Leider, wenn ich noch an so saftige Sachen denke wie die Spiegel-Affäre. Mhm, das war schon klasse, wie Strauß da die Wahrheit gesagt hat. Naja, wer kann das heute noch? Sagen Sie das nicht. Mann wie Wörner. Oder auch Kohl selbst? Ja, also bei Kohl würde ich Ihnen durchaus recht geben, in dem steckt einiges. Ich glaube ja, dass Kohl in Kiel... Was? Schon mal war. Ach so. Hören Sie mir auf mit dieser Waterkant-Gate-Geschichte. Also in Bayern wäre das nie und nimmer rausgekommen. Junger Mann, da müssen Sie umdenken. Wir haben ja gar nichts dagegen, dass diese Dinge an die Öffentlichkeit kommen. Aber das muss natürlich alles ganz korrekt geplant und penibel durchgeführt werden, damit der Skandal dann nachher richtig groß rauskommt. Also das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ich habe immer gedacht, eine Affäre muss vertuscht werden. Ich sage ja, Sie müssen umlernen. Wir sind der Ansicht, erst in einer Affäre kann der Politiker zeigen, was er drauf hat. Ja. Ist dann aber der Schaden einer solch schmutzigen Geschichte nicht größer als der Nutzen? Deswegen muss sie eben sorgfältig geplant werden. Nehmen Sie zum Beispiel diese Kiesling-Wörner-Affäre. Diese Schwulengeschichte? Ja. Haben wir geplant und durchgeführt. Hat sie ihm geschadet? Ja, eigentlich nicht. Der wird jetzt, glaube ich, NATO-Generalsekretär. Oder nehmen wir Zimmermann. Die Sache mit der Schilddrüse. War unsere Idee. Und was hat der Mann nachher für eine Karriere gemacht? Ja, wollen Sie damit sagen, eine gut geplante Affäre fördert die Karriere? Aber natürlich. Affären gehören zur Demokratie wie der Gilb zum Kragenrand. Erst in einer Affäre zeigt die Demokratie, dass sie lebendig ist. Glauben Sie mir, Affären wirken sich letztendlich stabilisierend aus auf das System. Sie sind der fruchtbare Grundsumpf, auf dem alles gedeiht.
Ja, aber der Wähler. Der Wähler vergisst. Beziehungsweise er ist stolz darauf, einen affärengestellten Politiker wählen zu dürfen. Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist dem Wähler ein gerissener Politiker lieber als ein anständiger. Was wollen Sie denn mit einem anständigen Mann anfangen? Na, also der Worte sind genug gewechselt. Hier ist unsere neueste Affäre. Stoltenberg? Ja, der Mann hat sich doch mit der Steuerreform total vergaloppiert. Der braucht jetzt dringend eine Affäre, die davon ablenkt. Wir sind gerade dabei, für ihn einige Steuern zu hinterziehen. Ohne sein Wissen natürlich. Klar, damit er hinterher sagen kann, er hat nichts gewusst. Genau. Was meinen Sie, wie das beim Wähler ankommt? Der sagt sich, das ist ein Finanzminister, der kennt alle Tricks. Den wähle ich. Erstaunlich, was man als Bayer in Bonn noch alles lernen kann. Ja, wussten Sie schon, wir alle haben eine Geschichte. Jeder hat natürlich auch noch seine eigene Geschichte, aber wir haben auch einiges an Geschichte gemeinsam. Zum Beispiel Helmut Kohl. Den haben wir alle, oder er hat uns. Egal. Auf jeden Fall die Generationen nach uns. Also falls Sie sich für Geschichte interessieren, vielleicht gibt es ja dann nur noch das Rascheln der Schaben. Und ob die sich für Geschichte interessieren, weiß man nicht. Aber die Generationen nach uns, die werden uns sicher beglückwünschen. Zu dieser Ära cool. Könnt ich mir vorstellen. Ja, vielleicht aber auch nicht. Gell? Vielleicht gibt es welche, die langen sich ans Hirn und sagen, um Gottes Willen, wie hat das nur passieren können? Ist auch denkbar. Obwohl, vielleicht ist das wieder nur so eine unbegründete Hoffnung von mir. Aber vielleicht steht dann aber noch das Haus der deutschen Geschichte. Das hat ja Helmut Kohl der Stadt Berlin vermacht. Das Haus der deutschen Geschichte. Die Berliner haben sich nicht einmal wehren können dagegen. Vielleicht steht es 36.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Werden da mal da sein. Nur die Geschichte fehlt noch. Die man da dann zu anschauen soll in Form von Ausstellungsstücken. Aber ich glaube, da wird sich schon noch was finden. Ja, bestimmt. Ich würde vorschlagen, auf jeden Fall einmal eine Büste von Helmut Kohl. Früher hat man ja große Staatslenker immer auf Pferden dargestellt. Bei Helmut Kohl mit Pferd. Ich glaube, da kriegen wir Schwierigkeiten mit dem Tierschutzverein. Wenn ganze Person, dann Helmut Kohl vielleicht auf einem Stuhl sitzen. So irgendwie. So an der Krawatte rumziehen, so irgendwie sowas. Am besten wäre natürlich Helmut Kohl auf einem Leoparden. Naja, auf einem Panzer meine ich. Thronend auf dem Schussrohr. Da gibt es sehr schöne Aufnahmen mit diesen Ohrenschützern. Da gibt's sehr schöne Aufnahmen. Ja. Wir tun ja schon diese Schulklassenleib, die dann in den 90er Jahren durch dieses Haus der deutschen Geschichte in Berlin geschoben werden auf ihren Klassenfahrten. Auf 36.000 Quadratmeter, die werden sagen, oh Gott, wer hat uns denn das aufgedrängt? Nicht? Ja, da sehe ich dann schon die Führungen. Was wird der Museumsführer dann sagen? Und hier sehen Sie zum Beispiel, nein, das ist kein Gartenzwerg, das ist der Landwirtschaftsminister Kichler, der im Jahr 1967 das Waldsterben um ein 0,5% zurückgedrängt hat. Wie hat er das gemacht? Jawohl, er hat die toten Bäume rausschlagen lassen, sodass man sie nicht mehr mitzählen konnte. Und hier sehen Sie Teile des deutschen Waldes konserviert. Sehr schöne Aufnahmen vom Bayerischen Wald, können Sie da auch anschauen. Ja, so hat es dort mal ausgesehen, bevor die Berliner eingefallen sind. Und hier in dieser Ecke, da haben wir das tausendjährige Reich. Aus Platzgründen sehen Sie hier nur drei Ausstellungsstücke. Da haben wir zunächst mal eine Sommeruniform der deutschen Wehrmacht, ausgegeben zum Zwecke des Überwinterns in Stalingrad. Dann einige Listen von Menschen, die vorübergehend in Dachau ansässig waren. Und einen ausgestopften Schäferhund, der in dieser Zeit sehr beliebt war. Bitte nicht berührt. Nein, hallo, nein, keine Fragen. So ungefähr stellen wir das vor im Haus der deutschen Geschichte. Nun ja. Wir sollen ja durch das Haus der deutschen Geschichte, wenn es nach Helmut Kohl geht, daraus Identität beziehen.
Also wir sind einfach nicht identisch mit unserer Geschichte. Ja, ich meine, ich habe gar kein Bedürfnis danach, mit der Geschichte identisch zu sein. Muss nicht sein, muss nicht sein. Vielleicht will er unbedingt, vielleicht hat er da ein Defizit, könnte sein. Vielleicht wird dieses Haus der Geschichte in Berlin auch so ein Museum, wo man eher weniger hin, sondern wo man wegschaut. Ja, Frau Mann, ich werde mich darum kümmern, das geht in Ordnung. Herr Wiegel, kommen Sie bitte mal einen Moment zu mir. Frau Schubauer, ich möchte bitte in den nächsten 10 Minuten nicht gestört werden. Gut, Herr Dr. Weigel. Ja. Ja. Ja, Herr Wiegel. Der Grund, warum ich Sie zu mir gebeten habe, ist etwas delikat. Ach so, ja, wenn Sie den Puff in der Deißerstraße meinen, den haben wir deshalb noch nicht geschlossen, weil da wollten Sie persönlich... Meine ich nicht. Es handelt sich um den Fall Bauhuber. Der Bauhuber hatte doch vor, in der Bauerstraße die gesamte linke Seite bis hin zur Albertstraße abzureißen. Das waren sehr schöne Altbauten, nicht? Da haben wir den Denkmalschutz fallen gelassen, da waren Sie mit mir der Meinung, das habe ich Ihnen aber vorgelegt. Ich weiß. Ja, dann wissen Sie es ja eh. Ich meine, die Bausubstanz war absolut in Ordnung. Da war kein Schwamm drin, da war nichts. Das war ein wunderschöner Jugendstil. Ja, aber jetzt hat sich die Situation geändert. Der Bauhuber will da gar keine Apartments mehr hochziehen. Ach, will er jetzt doch das Parkhaus bauen? Nein. Sie kennen doch die Resultate der neuesten Stadtratswahl. Ja. Grob. Die Grünen haben die Sache in der Albertstraße gerochen. Ah, die Chaoten. Stecken überall ihre Nase rein. Naja. Und jetzt war das alles halt ein Irrtum. Entsetzlich. Für den Bauhuber. Ich meine, der Bauhuber hat ja schon investiert und geplant. Also, Maria und Josef, sag ich dann. Naja, und jetzt möchte der Bauhuber selbstverständlich seine 100.000 Mark wieder zurück. 100.000? Ich habe nur 50.000 bekommen. Ich auch. Die Zinsen sind ja bis jetzt noch nicht angefallen, nicht? Bei mir schon. Ja, ich hab das Geld nicht mehr, weil ich... Ja, ich hab's angelegt, also in Rom, bei der Banco di Santo Spirito. Auf 5 Jahre. Zu 7%. Tüchtig. Tüchtig, Kollege Wiegel. Aber ich fürchte, der Bauhuber wird da hart bleiben. Vielleicht könnten wir es dann beim nächsten Mal mit draufschlagen, beim Puff in der Deiserstraße. Nein, nein. Also ich möchte Ihnen vorschlagen, einen Kredit aufzunehmen. Vielleicht bei der Hypobank. Wegen Bestechungsrückzahlungen. Na, ich sehe keine andere Möglichkeit, Herr Wiegel. Nein, Kredit aufnehmen wird nicht gehen, Herr Weigel. Wenn ich bei der Hypobank vorne reinkomme, dann schließen die hinten schon den Tresor zu. Auf die Schnelle, da bleibt wahrscheinlich nur eine Umschuldung. Umschuldung? Wie meinen Sie das? Wenn Sie, ich überlege, wem wir einen Gefallen anbieten können. Ja, das könnte vielleicht gehen. Was halten Sie von Mercedes? Die suchen noch ein Gelände für ihre neue Teststrecke. Ja, genau, richtig. Da haben wir eine sehr schöne Lage. Absolut ruhig, Naturschutzgebiet und trotzdem nicht übermäßig dioxinverseucht. Also. Sie meinen den Stadtpark? Das kriegen wir nicht durch. Schade. Ich hab's. Sie kennen doch diese Kaufhauskette, die den beiden Brüdern gehört, die den Kölner Dom abtragen möchten. Nein, also, das war die reine Polemik, das war ein Zerrbild, nicht nur die Grünen, die immer wenn irgendwo was faul ist, dann sind die Grünen beteiligt natürlich. Ein paar Radikale gibt es natürlich in jeder Partei. Die CDU, die hat Frau Süssmuth. Dann die SPD. Da fällt mir jetzt gar keiner ein bei der SPD. Seitdem der Vogel den Karren zieht, oder schiebt er ihn? Am Ende hält er ihn fest, damit ihn keiner bewegen kann.
Naja, egal. Auf jeden Fall, auch die Liberalen, also die FDP hat auch Radikale, aber bei denen heißen die Radikalen Nullstellen. Bangemann zum Beispiel, nicht? Und ja, und die, nur die CSU, die hat keine Radikalen, also die hat nur Gemäßigte. Ja, bei den Grünen heißen die Radikalen Fundis, also die haben die Frau Dittfurt, ja. Die Fundis oder die Fundamentalos auch genannt. Also, wie gesagt, die Fundis oder Fundamentalos, die denken alles vom Fundament weg oder hin. Ja, die kommen über die Kellerdecke nie raus. Dann, aber die Fundis, die wollen zwar gewählt werden, aber sie wollen keine Verantwortung übernehmen, sagen die Altparteien. Die Fundis selber sagen, sie würden gern Verantwortung übernehmen, aber eben nicht für den Einstieg in den Plutoniumstaat und für die Verdreckung von Wasser, Luft und Mensch. Gut, sage ich da. Nicht? Diese Verantwortung wollen die Fundis nicht übernehmen. Die Realos, das sind die anderen Grünen, also das von diesen beiden Parteien. Nicht? Das sind die Realos, das sind die gemäßigten Grünen. Die möchten diese Verantwortung auch nicht übernehmen, aber sie würden gern eine Teilverantwortung tragen, und zwar zusammen mit der SPD, um aktiv Schlimmeres zu verhüten. Also kurz, die Realos, die wollen Kompromisse eingehen. Nicht? Kann man sich denken, dass Realos und Fundis aber heftig miteinander streiten. Ungefähr so wie CDU und CSU. Nur bei CDU und CSU ist das alles nicht so schlimm, weil die treffen sich auf die Schnelle wieder zu einem Bierli, ja, im Kanzlerbungalow, trinken sich eins und schon ist der Streit beendet und der Wähler darf wieder seine Union wählen. Nicht so bei den Grünen. Nein, die Grünen, die glauben, also die vertreten die Theorie, dass der Wähler sie wählt, egal was sie machen. Die glauben also, dass der Wähler sie am liebsten wählt, wenn sie heillos zerstritten sind. Zum Beispiel wegen ganz wichtiger Dinge. Also wer für die Grünen sprechen darf, ob der Schilly oder der Ebermann oder der Fischer oder die Dittfurt, also wer dem grünen Wähler mitteilen darf, dass die Grünen zerstritten sind. Also ich habe da jetzt noch einige Ratschläge für die Grünen, wie sie möglichst schnell noch mehr Wähler gewinnen können. Die Grünen sollten möglichst dauernd streiten, und zwar laut und möglichst blöd. Ja. Zum Beispiel über die Frage der Sitzordnung bei Fraktionssitzungen. Wer da am Fenster sitzen darf und wer lüften darf, wenn es zu heiß wird. Ja, das interessiert den Wähler doch brennend. Außerdem sollte man Leuten wie Schilly Redeverbot erteilen, diesen Rassisten. Ja. Leuten wie Schilly gleich Redeverbot erteilen, weil sie einfach zu flüssig reden. Außerdem wirken sie zu professionell und sie sind zu bekannt. Der grüne Wähler möchte doch keinen einzigen seiner gewählten Abgeordneten wiedererkennen. Der möchte doch immer wieder neu überrascht sein. Was übrigens nachhaltig wirkt beim grünen Wähler, das ist das sogenannte Müttermanifest. Also, Sie haben es gelesen, gell? Ja, nicht schlecht, Sie sind auf einem guten Weg. Na, also, vor allem also, dass grüne Frauen, die Kinder bekommen möchten, von einigen ihrer Geschlechtsgenossinnen eben in die Nähe von Nazis gerückt worden. Das war klasse. Nicht? Und auch so Sätze, wie sie Jutta Dittfurt begangen hat. Also was hat sie gesagt? Dieser Staat braucht fast wieder nichts so sehnsüchtig wie Terror, Schrecken. Zitat Ende. Das sind Satzal, ha? Die bringen neue grüne Wählerschichten. Ja, ich hätte nur gern noch gewusst, wie dieser Satz jetzt wirklich gemeint war. War das jetzt mehr so eine Aufforderung nach mehr Terror und Schrecken oder war es eine Beschreibung des jetzigen Zustandes? Also Wackersdorf, Hanau, Rheinverschmutzung, Chemie und Becquerel in die Lebensmittel. Ich meine, das ist ja alles Terror und Schrecken. Ich finde, solche Sätze bedürfen der offensiven Interpretation. Da könnte die Jutta Dittfurt noch einiges lernen von Heiner Geißler. Der sagt auch öfter so treffende Sätze. Zum Beispiel wie damals mit dem Pazifismus, der Auschwitz erst möglich gemacht hat. Nicht? Aber der verteidigt seinen Scheiß wenigstens offensiv. Nicht? Nicht so die Dittfurt. Dittfurt meint, es reicht schon, wenn sie sowas sagt. Wir möchten da schon mehr davon. Auf jeden Fall muss man festhalten, also zum ersten Mal ist es einer grünen Frau gelungen, in die Dimension von Geißler und Stoiber vorzustoßen. Sie ist quasi jetzt im intellektuellen Olymp gelandet. Naja, Spaß beiseite. Ich finde jedenfalls, die Grünen sollten sich möglichst schnell trennen in CDU und CSU. Nein, Blödsinn. Nein, so wie CDU und CSU in zwei Parteien, meine ich. Also, ja, also in Fundis und Realos, sie sollten dann antreten beim Wähler als zwei Parteien, wie gesagt. Und zwar die Fundis um Jutta Dittfurt, die treten nur in Bayern an. Ja, nur dort haben Radikale wirklich Chancen. Dort jagen sie dann der CSU 2 bis 5 Stimmen ab. Die Realos,
die treten an im übrigen Bundesgebiet und nach der Wahl sitzen sie natürlich alle im Bundestag. Vereint als grüne Fraktion, als grün-reale Fundi-Union. Aber falls sie sich wieder erwarten, doch nicht trennen können, die Grünen, weil sie sich darüber nicht einigen können, dann finde ich, sollten sie eine Zeit lang nur so weiterwursteln. Ja? Und ab und zu nachschauen, ob sich unter ihnen noch die Basis befindet. Am Ende schweben sie schon. So. Und jetzt, weil sie so brav zugehört haben, haben wir noch ein bisschen ein Showtime. Tja, meine Damen und Herren, das war Roy Black mit Adieu, Cheru. Ein deutscher Schlager. Roy, dein Applaus. Meine Damen und Herren, diese Sendung heißt Hilfe für jedermann. Eine Sendung, mit der wir helfen wollen beim Helfen. Hilfe leisten wollen für die Ärmsten der Armen. Jeder von uns kennt diese Menschen. Es sind diese Menschen wie du und ich. Menschen, die essen und trinken, die lieben und schlafen. Kurz, Menschen, die leben, die aber aus irgendwelchen Umständen heraus, sei es nun, weil das Schicksal launisch war oder weil der liebe Gott, ja, auch das gibt es, seine schützende Hand zurückgezogen hat, sodass die volle Härte des Lebens auf diese Menschen herniederkam. Gott sei Dank gibt es in diesem Lande Menschen, die helfen wollen, weil sie helfen müssen. Die aber gerne gewusst hätten, wo ihre Hilfe hinfließt, was mit ihrem Geld passiert. Deshalb haben wir uns entschlossen, ab heute in jeder unserer Sendungen Ihnen einen Armen zu präsentieren. Einen Armen, der auf Ihr Geld wartet, den wir für Sie ausgewählt haben. Das ist Herr Knöbel. Bitte rufen Sie jetzt an und spenden Sie für Herrn Knöbel. Wir blenden noch einmal die beiden Spendennummern ein. Es ist dies die Nummer 04213670 oder die Nummer 04213670. Nun, Herr Knöbel, wir haben es überprüft, gehört zu den Ärmsten der Armen. Er ist völlig mittellos, er bezieht keine Rente und er hat, wie er mir unter Tränen gestanden hat, das letzte Mal CDU gewählt. Er liebt Deutschland und glaubt an die Wiedervereinigung. Ja, ich sehe und höre, dass Sie bereits die Spendentätigkeit aufgenommen haben. Wir möchten schon im Voraus mal ein herzliches Dankeschön sagen. Ihre Spende für Herrn Knöbel. Ich glaube, da wird ein hübsches Sümmchen herausspringen für Herrn Knöbel. Tja, ich sehe jetzt in unserem Bonner Studio Bundesarbeitsminister Blüm sitzen. Guten Abend, Herr Blüm. Wir möchten Sie fragen, was halten Sie davon, wenn das Fernsehen direkt zu Spenden aufruft? Wird dadurch der Sozialstaat unterspült? Fühlen Sie sich überflüssig? Im Gegenteil. Ich finde es gut. Das ist eine gute Sache. Ich habe immer gesagt, wir müssen weg vom Anspruchsdenken. Wir müssen wieder mehr hin zu Nachbarschaftshilfe, zu Solidarität, dass ein Mensch dem anderen hilft. Also der Sozialstaat ist überlastet. Der Sozialstaat gehört selber zu den Armen. Ich fände es gut, wenn Unterhaltung und Armut im Fernsehen noch enger zusammenarbeiten könnten. Ah, ich bekomme gerade das Zeichen. Herr Knöbel, Ihre Kasse ist voll. Ich gratuliere. Wir danken für das Gespräch. Alles Gute für Sie, Herr Blüm. Ich verspreche, dass wir in einer der nächsten Sendungen für den Sozialstaat spenden lassen werden. Vielleicht können wir dann Sie selbst hier bei uns in der Bettlerecke begrüßen. Und jetzt für uns alle Heino. Schwarzbraun ist die Haselnuss. Schwarzbraun bin auch ich. Damen und Herren, jetzt pressiert's. Ich werde morgen mit dieser Kiste bei der Deutschen Bank vorsprechen, weil ich habe vor, Dollarstützkäufe zu tätigen. Ja, der Dollar ist momentan sehr günstig, habe ich gehört. Ja, den muss man kaufen. Es sind zu viele Dollars im Umlauf. Wissen Sie, er kostet ja bloß 1,71 Mark, habe ich vorher in der Tagesschau gehört. Wir alle sollten uns einen Dollar morgen kaufen. Einen Dollar und dann sofort vernichten, verbrennen oder wegschmeißen. Wissen Sie, je weniger Dollar im Umlauf sind, desto stärker steigt er. Wir müssen doch unsere amerikanischen Freunde stützen. Gute Nacht. Thank you.